Okay. Der Weg? Ich sag ich mal gebahnt. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir das Ding da aufkriegen. Ich vermute mal, das wird noch nicht möglich sein. Ich bereue, dass du dich nicht in die Abstergo-Server gehackt hast, als du da warst. Ein paar wohlplatzierte Relais und wir würden in Daten schwimmen. Wir haben, was wir brauchen. Bis auf den Schlüssel. Wir sind nah dran. Woher weißt du das? Einfach so. Okay. Ich würde sagen, wir verlieren da keine Zeit. Die Frage ist, wo befindet sich allerdings der Schlüssel? Von der Story her? Ich meine, was wir mit Connor machen, ist ja eigentlich ein riesengroßer Rachefeldzug. Die Zielgerade, Desmond. Ich kann es fühlen. Und dieser Rachefeldzug, da hat er jetzt... Das Kriegsglück wendet sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich Lees entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit auf Frieden. Sequenz 11, Devonport 1781. Connor, er verlangt nach dir. Schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Närrin. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Na. Connor, ich kam so schnell ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Comte de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten.
Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen. Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. Was soll ich sagen? Also es klingt per se nach einem guten Plan, aber wir müssen jetzt, ich habe es befürchtet, wir müssen jetzt unser eigenes Schiff benutzen. Und das gibt mir durchaus zu denken. Und warum gibt mir das zu denken? Aus dem einfachen Grund, weil wir erinnern uns an die letzte Seemission, die wir hatten. Die war nicht besonders erfolgreich. Die haben wir ein paar Mal angefangen, weil unser Schiff total underpowered ist. Deshalb werden wir jetzt genau das machen, was wir hätten vielleicht auch schon vor dieser anderen Mission machen müssen. Wir sehen zu, dass wir unser Boot aufgepimpt bekommen. So, das heißt, wir brauchen dafür aber noch... Warte mal, unseren Schreibtisch brauchen wir vor allen Dingen dafür. So, ein Spiel spielen. Nee, ich will kein Spiel spielen. Hatten doch hier genau. Geschäftsbuch. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie noch ein bisschen zusätzlich zur Kohle kommen. So, was haben wir hier? Lager... Pläne, Ressourcen, Handel können wir tatsächlich nicht betreiben. So, Lager. Wir haben natürlich auch so gut wie gar nichts eingesammelt hier. Mal gucken, ob wir irgendwas herstellen können. Wir nehmen jetzt mal, warte mal, das ist ein Tischler Stufe 1. So. Dem Tischler stellen wir was bei? Nichts. Geben dem welche Ressourcen? Was gibt man dem Tischler denn für Ressourcen? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, es muss doch irgendwo einen Hinweis geben, wie wir dem besser nachkommen können. Weil wir haben 10.000. Ich weiß nicht, ob 10.000 jetzt ausreichend sind oder ob das einfach zu wenig ist. Ich gehe einfach schon mal in die Richtung darunter, werde aber die Mission nicht anfangen. Also ich hoffe, dass ich die Option habe, zum Beispiel mit dem Schiff auch nochmal woanders hin zu segeln und eventuell noch ein paar Billo-Missionen zu machen, um da mein Schiff aufzupimpen. Es ist einfach zu wenig. Also zumindest haben wir das in der vorangegangenen Schlacht wirklich stark verdeutlicht bekommen. Es war einfach zu wenig. So. Würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dem Kelch-Fuzzi. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas für den haben. Hast du was? Weiß ich nicht. Zeig mal her, Captain. Das reicht nicht, Junge. Bring mir mehr, dann tauschen wir. Okay, also. Ergo hatte ich nichts. So, jetzt mal gucken hier. Das ist unser Kapitän. Den wollen wir aber noch nicht sprechen. So, was haben wir jetzt hier? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal eine genaue Vorstellung, was das... Ach, du meine Güte, ist das teuer. Okay, mit was fangen wir denn da an? Rumpfverstärkung. Rumpfverstärkung ist immer gut. Können wir uns aber nicht leisten. Zusätzliche Kanonen ist immer gut. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal eine genaue Vorstellung davon, was wir machen müssen. Brandgeschosse, 90, das kann ich mir alles nicht leisten. Das ist alles viel zu teuer. Spitzgeschosse. Mit dieser Verbesserung können die Drehbassen eine durchschlagskräftigere Munition verschießen. Durch die verbesserte Munition bewegt sich die Munition schneller und richtet größeren Schaden an. Das ist auch ganz gut. Die Drehbassen, die benutzen wir zumindest relativ häufig. Tja. Okay.
Okay. Ich sag mal, dabei wird es nicht bleiben. Also wir werden jetzt zusehen müssen, dass wir Kohle rankarren und unser Schiff entsprechend aufpimpen. Weil sonst wird das hier nichts. So, und dann nehmen wir alles jetzt, was uns dann in irgendeiner Form entgegenkommt, an Nebenmissionen und an, ja, alles, was sich jagen lässt, töten wir natürlich dann gleich mit ab. So. Moment. Also auch auf Pfeil und Bogen umstellen. So, das haben wir auch erwischt. Haben wir es erwischt? Ja. Was war das eigentlich? Was haben wir da jetzt getötet? War das ein Waschbär? Ich habe das leider... Ja, Waschbärpelz, alles klar. Das leider nicht wirklich gesehen. Ja, ich hoffe, dass wir hier auch behaupten können, dein Kleinvieh macht auch Mist. Ah, okay. Sehr, sehr auffällig ist es übrigens unter anderem, dass wir nichts, so gut wie nichts in New York zu tun hatten. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, wir haben New York als Stadt freigeschalten, haben aber bisher dort, was waren das, eine Mission gemacht? Offensichtlich habe ich so das Gefühl, dass die ganzen Hauptmissionen, die verlaufen irgendwie einfach, ja, parallel zu dieser Stadt eher. Anstatt mit dieser Stadt halt als Setting zu arbeiten. Aber na gut, da haben wir zumindest eine Menge zu tun. Weil jetzt muss Geld ran. Jetzt, boah. Jetzt will ich... Moment. Komm nur her. Was ist los jetzt? Sehr gut. Ja, Mann. Schade, dass die restlichen Wölfe jetzt abgehauen sind. So, ja, das ist noch so noch ein paar Meter. Aber sagen wir so, bis Sequenz 11 sind wir durchgekommen, ohne dass wir auch nur ansatzweise was... Was war denn das? So, sehr gut. Ja, ich habe auch gerade gesehen gehabt, dass wir nur noch 4 Pfeile haben. Auch so ein Ding. Mir ist gar nicht bewusst, wie man jetzt hier Pfeile bekommt. Bekommen wir eventuell die Pfeile wieder? Wir hatten gerade 4, jetzt waren es 5, jetzt waren es wieder 6. Okay, also wenn wir die Pfeile nicht verschießen, dann kriegen wir die zumindest aus unseren Opfern wieder. So, nochmal, Probe auf Exempel. Ja, Mann. Den 6. hatten wir verschossen, haben jetzt nur noch 5 und jetzt müssen wir eventuell wieder 6 haben. Ja, okay. Das funktioniert sehr, sehr gut. Boah, komm. Da kommst du, ich wollte es gerade sagen, da kommst du doch mit Abrollen runter. Das finde ich kein Problem. So. Okay. 2 von 4. Echt? Ach, Tatsache. Okay. Hinten haben wir auch noch ein paar. Naja, wie gesagt, alles, was wir... Einen halben Kilometer. Ja, ist halt so. Alles, was wir halt noch so finden, nehmen wir halt mit. So. Biber. Sehr gut. Ich habe natürlich aber auch komplett keine Ahnung, was man jetzt tatsächlich mit diesen Viechern machen kann. Die müssen ja für irgendwas gut sein. Wir haben ja hier so ein rudimentäres Crafting-System zur Verfügung, weshalb ich auch einfach mal davon... Naja, das war nicht so toll. Davon ausgehe, dass wir zumindest, bevor wir die einfach pauschal alle immer verkaufen, damit vielleicht doch noch was anfangen können. Okay.
Schlacht habe ich mir jetzt hier gerade auch anders vorgestellt, muss ich zugeben. Und dann gehen wir halt erstmal doch noch auf dieser Seite lang. Biber! Ja, Mann. Ja, das ist jetzt, das ist klassische Looten und Leveln jetzt, was wir machen. Wie gesagt, das kann und wird dann halt jetzt ein bisschen dauern, aber dann müssen wir durch. Dann müssen wir, oh, Strom aufwärts, alles klar. Ei, das war nicht die beste Idee. Ich wollte es gerade sagen, wann willst du denn aufstehen? Wenn du hier Brustschwimmen machst, in so seichten Gewässern, da schrubbst du doch mit deinen Nippeln schon lange über den Kies. Na, da kommen wir hoch. Das sieht gut aus. So. Und ins Grenzland werden wir uns dann auch zwangsläufig nochmal begeben. Ja, da werden wir jetzt einfach die Gelegenheit nutzen müssen, da halt wirklich noch ein bisschen was nachzuholen. Also wir holen jetzt noch den Klunker hier. Und dann sollte es zumindest für diese Aufnahmesession dann gewesen sein. Ich werde die... werde das jetzt außerhalb der Let's Plays jetzt machen, das ganze Zeug zusammenzusammeln. Ich werde, glaube ich, nochmal einen Abstecher nach New York machen. Ich werde, wenn möglich, meine Finger von irgendwelchen Missionen lassen. Also wenn ich da feststelle, okay, da kannst du eine Mission machen, das ist jetzt etwas, was so ein bisschen story-relevant ist, selbst wenn es so nur eine Nebenstory ist, dann werde ich das natürlich im Rahmen eines Let's Plays machen. Aber hier so dieses einfache Looten und Leveln, was weiß ich, diesen dämlichen Waschbären erlegen oder sein Waschbärenfreund. Na, das sind natürlich Sachen, die kann ich auch tatsächlich dann außerhalb eines Let's Plays machen, weil ansonsten wird es ein bisschen langweilig. Ja, Mann. Du willst ja auch in dem Let's Play so ein bisschen in der Story vorwärts kommen. So. Und über was willst du auch die ganze Zeit reden, ne? Es bewegt sich ja nichts nach... nichts vorwärts. Ich weiß gar nicht, ob wir da von unten kommen können. Ah doch, das sieht, glaube ich, gut aus. Ansonsten werden wir eventuell tatsächlich von oben dorthin müssen, aber nein, das sieht gut aus. Schöner Klunker. Okay, alles klar. So, 3 von 4. Den vierten, wie gesagt, den hole ich dann ab. Geben tue ich das bei dem Kollegen auch erst, wenn ich das alles habe. Das ist klar. Ja, und dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich einfach mal fürs Zusehen. Sag herzlichen Dank fürs Reinschalten. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung, falls euch das Spiel interessiert, diese Edition. Eine neue Welt. Oder wie die heißt? Ich weiß es gar nicht. Hab die Hülle auch gar nicht hier stehen gerade. Also wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Denn die Geschichte in Assassin's Creed ist natürlich weitaus breiter gefächert und wesentlich dichter, als es im Rahmen dieser Let's Plays, wie gesagt, möglich wäre, so zu erfahren. Darum empfehle ich das auf jeden Fall nochmal selber zu spielen. Das ist nicht wie bei Uncharted, dass man alles gesehen hat, nur wenn man das Let's Play geguckt hat. Ja, und da würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Reinschalten. Ich mach's kurz und sage tschö mit Ö.